For English, Spanish, Japanese, Chinese, Russian subtitles, activate the subtitle button, please. Hallo zur Folge 86 von Reptil TV. Hier mein Intro-Tierchen, ein ganz hübscher afrikanischer Krallengecko, Hemitechonix caudicinctus. Das Besondere an dem Kerlchen ist, dass er so ein Patternless ist. Ne? Normalerweise haben die ja so eine Bänderzeichnung über den Rücken. Der hier ist Patternless. Ich würde mir wünschen, der findet ein paar tolle, vielleicht Albino-Weibchen. Dann könnte man Albino-Patternless-Krallengeckos machen. Vielleicht hat ja jemand von euch ein paar schöne Albino-Weibchen zur Verfügung, die er damit verpaaren will. Den wollte ich euch zeigen als Intro-Tierchen. Der passt auch ganz gut zum heutigen Thema. Thema ist Terrariengestaltung, Einrichtung, Schwerpunktthema Rückwände. Für die heutige Folge habe ich mir einen tollen Helfer gesucht und gefunden. Der Jörg Brockhammer, ihr kennt ihn aus der Vogelspinnenfolge 24 war das. Da haben wir bei ihm zu Hause schon gedreht. Außer auf Vogelspinnen hatte Jörg seit Jahren züchtet und pflegt er Leopardgeckos, hat super schöne Terrarien zu Hause und so entstand die Idee, dass wir heute so eine Terrarienbaufolge oder eine Folge machen, wo wir zeigen, wie schön man auch ein Terrarium machen kann. Und deswegen habe ich den Jörg heute mit zur Hilfe genommen sozusagen. Hallo Stefan, schön, dass ich wieder da sein darf und mal zeigen, wie ich zu Hause so meine Terrarien baue. Wie ihr seht, waren wir schon recht fleißig hier, wir zwei. Wir haben schon ein bisschen was vorbereitet. In Folge 75 hat man ja schon den Terrarienbau von diesen Holzterrarien gezeigt, so Stück für Stück. Deswegen haben wir uns gedacht, können wir uns sparen hier mit den Seitenwänden, Rückwänden, haben wir das soweit vorbereitet. Und jetzt kommen wir zu dem Interessanten, das ist den Boden, den wir hier reinmachen. Und da kam vom Jörg, du hattest da eine perfekte Idee, das kannst du vielleicht am besten selber erzählen, was du da immer verwendest. Genau, die Idee ist nicht von mir, aber damit die Leopardgeckos keinen Bodengrund mit aufnehmen beim Fressen oder aus irgendwelchen anderen Gründen, habe ich mich für Natursteinfliesenboden entschieden. Hat auch noch den Vorteil, man kann gut putzen. Allerdings ist er beim Einbauen etwas aufwendiger wie Sand oder Lehm, was es da so alles gibt. Okay, und da können wir jetzt, solange der Deckel unten ist, kleben wir den Boden rein. Ne? Das sind eben diese, kann man ja fertig kaufen. So, genau, das sind so, diese Steine sind auf 30-30 ja, Netzen aufgeklebt. Und dann werden die mit ganz normalen Fliesenkleber eingeklebt. Was jetzt noch fehlt, da hat die Zeit nicht mehr gereicht, ist das dann noch mit ja, Fugenmasse verfugen. Okay, also wird es nur ausgefugt, so genau, wie man es kennt. Genau, so wie man auch im Keller die Fliesen verlegt, es ist und genau die, das Gleiche. Und die Kanten noch ausspritzen mit einem... Mit deinem Terrabond. Mit dem Terrabond oder Terrafix, genau. Was mich interessieren wird, wenn du jetzt den Boden so hast, du musst es ja irgendwie sauber machen oder wenn du deine Geckos da drauf koten, wie machst du es sauber? Tust du es einfach ein wenig abwischen, tust du es desinfizieren regelmäßig oder wie handhabst du das? Die Fliesen, die werden ja dann noch verfugt. Und dann ist sie bei jedem normalen Fliesenboden auch. Du kannst feucht auswischen mit einem feuchten Tuch. Oder die Leopardgeckos, die koten ja meistens nur in eine Ecke. Das trocknet dann auch recht schnell ab, sodass du sogar mit einem Staubsauger absaugen kannst. Dann hinterher wischen. Ist recht einfach, sauber zu halten. Okay. Und empfiehlst du das jetzt generell, sagst du um Gottes Willen, Leopardgeckos nur auf so Steinfliesen, also gar nicht auf irgendwelchen Holzstreu oder sonstiges? Oder ist das einfach so die Alternative oder weil es schön aussieht? Oder? Also zum einen finde ich, es sieht schön aus, aber es gibt genauso andere Möglichkeiten. Dieses Holzstreu wird gern genommen. Ein Sand-Lehm-Gemisch ist sehr beliebt. Ich habe mich dafür entschieden, für meine Schauterrarien, weil es einfach optisch was hermacht. Jemand, der mehrere Tiere hat, der wird nicht jedes Becken jetzt mit diesen Steinfliesen auskleiden. Der wird sicherlich andere Möglichkeiten verwenden. Aber gerade fürs Wohnzimmer oder da, wo es die Leute sehen, finde ich sieht das super aus. Ja, stimmt. Ja. Mhm. Jörg, wie machst denn du die Rückwand im Terrarium? Also in der Folge, wo wir die Terrarien gebaut haben, da haben wir so diese Presskork-Rückwand gemacht. Ne? Die isoliert ganz schön, sieht einigermaßen okay aus. Viele Leute machen ja diese Styropor-Bauschaummethode, ne? Irgendwie wegen hinmodellieren. Mit Bauschaum, mit Styropor, anschließend Fliesenkleber drauf und dann irgendwie Sand drauf, dass das wegen so ein Relief aussieht. Du hast nochmal eine andere Methode, kannst du uns die mal erklären?
Also vor dieser Styropor- und Bauschaumgeschichte hatte ich ein bisschen Respekt. Es sind zwar tolle Ergebnisse, wo man da zum Teil sieht, aber ich habe mir dann was Einfaches überlegt, und zwar hast du diese Schwarzkorkplatten, nennt man die, glaube ich. Und ich habe mir dann überlegt, aus diesen Schwarzkorkplatten eine Rückwand zu bauen, ähnlich wie diese Terrassenfelder, die man aus Asien kennt, sodass dann die Geckos zum einen die Möglichkeit haben, sich ihrem Sonnenplatz zu nähern, zu klettern, machen sie ganz gern, aber auch sich zwischen diese Platten zu quetschen. Also diese Quetschspalten sind ein großes Thema, gerade bei einer Leopardgecko-Haltung. Und so hat man dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben auch da ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier so eine 20 mm Presskork-Rückwand, die wir dazu brauchen. Dann haben wir hier diesen Terra Fix oder Terra Bond hieß er früher, jetzt heißt er Terra Fix. Ist so ein ungiftiger Kleber, der sich da wirklich super eignet. Und Jörg, du hast auch ein paar Teile vorbereitet. Genau, ich habe für die Terrassen dann die 30 mm Korkplatten genommen, habe die in Rechtecke gesägt. Auf der Bandsäge geht es ganz gut. Und habe dann die Terrassenform dann so quer mit der Hegner Dekupiersäge ausgesägt. Und das kleben wir jetzt da schön rein. Genau. Ja, Jörg, super schön gemacht. Dankeschön. Ich denke, ein bisschen Platz vom Terrarium geht einerseits verloren, ne? Also so Volumen verliert es ja gleich wegen, oder? Ja, dafür haben wir Oberfläche gewonnen. Wir haben jetzt hier diese Terrassen, wo sie drauf liegen können. Ich denke, sie haben jetzt doch einige Möglichkeiten, wo sie laufen. Wo sie sich verstecken, ja, ne? Also super schön. Wie geht's weiter? Was machen wir? Jetzt montieren wir die Beleuchtung. Als dämmerungs- und nachtaktive Tiere brauchen Leopardgeckos jetzt nicht unbedingt Licht. Viele Leute züchten völlig ohne externe Beleuchtung. Aber da wir ja ein Schauterrarium bauen, ist optisch zum einen viel schöner und wir nehmen diesen Spot auch zur Beheizung. Eben, da haben wir gleichzeitig die Wärme da drin. Ne? Also die, wo ohne Licht züchten, die haben wahrscheinlich den Raum dann temperiert. Ja, und die haben auch noch Heizmatten. Oder Heizmatten drin, okay, aber wir wollen ja auch das warm kriegen, da bietet sich's auch an, gell? Genau. Auch der Boden, der speichert dann auch die Wärme noch ein bisschen, selbst wenn die Lampe aus ist. Funktioniert ideal. Okay, dann machen wir eins rechts, eins links, oder? Mhm. Hier haben wir die Keramikfassungen natürlich, ne? Die sind wegen so abgewinkelt, oder? Die können wir dann, machen wir in dem Fall seitlich hin, ne? Bietet sich jetzt an, können wir hinter den Deckel drauf machen. Scheint dann schön ins Terrarium rein, wenn wir den Strahler hier so schräg reinmachen, oder? Wird bestimmt gut. Und andere Seite die UV-Lampe, dann können die Tiere ans UV-Licht ran, wenn sie wollen, und wenn nicht, dann nicht. So gut. Machen wir es, super. Beleuchtung haben wir jetzt drin. Jetzt haben wir ein paar Einrichtungsgegenstände jetzt schon mal vorbereitet. Wenn du jetzt vielleicht gerade mal Stück für Stück erklärst, was ist für was. Genau, gern. Wichtig bei den Leopardgeckos ist die Wetbox. Die fülle ich zur Hälfte mit feuchtem Kokoshumus. Einfach wichtig, wenn sie sich häuten, der Rest ist ja trocken in so einem Terrarium, dann brauchen sie das, dass später die Haut gut abgeht. Und auch sonst, sie mögen es. So ein feuchtes Rückzuggebiet tut ihnen gut. Wo sie oben rein können als Versteck oder genau, sowas. Später werden dann auch die Weibchen da ihre Eier reinlegen. Okay. Und muss man unbedingt Tupperdose nehmen oder eben, könnte man jetzt die Höhle, können wir da die Erde auch reinmachen zum Beispiel? Die könnte ich alternativ auch nehmen. Gut möglich, dass der Gecko einen Großteil von der Erde wieder rausschmeißt. Das würde ich einfach ausprobieren. Okay. Geht bestimmt auch. Dann eine Kletterwurzel,
wo dann auch wie Leiden als Leiter dient, dass sie hier hochkommen. Sieht doch schön aus, genau. Genau, macht einfach was her. Eine Höhle, einfach als Rückzug. Nochmal zusätzlich als Höhle. Die wird genutzt, ich weiß nicht wieso, aber manchmal sind sie auch lieber in der Höhle. Und einfach dann noch so eine Sukkulente aus Kunststoff, damit es hübsch aussieht. Deswegen schön aussieht, nur wenn grün rein oder Plastik, schon irgendwie Grünzeug, Plastikpflanze. Macht sich einfach schön ein bisschen grün drin, gell? Okay. Gut, als nächstes dann Wasserschüssel. Ich lege da dann immer noch einen Stein rein, dass wenn dann eine Grille reinhüpft, die wieder rauskommt, weil sonst fangen die an zu gammeln, das ist nicht schön. Und so hat man damit kein Problem. Und was sich bewährt hat, ist dann noch eine Schüssel mit Vitamin und Calcium ins Terrarium reinstellen, sodass der Gecko dann selber auch noch dann die Mineralstoffe aufnehmen kann. Also so du machst das Mineralpulver direkt einfach in die Schüssel rein und die Tiere fressen das? Genau, wenn die das Bedürfnis haben, die merken das wohl, sie brauchen Nachschub an Vitaminen oder Mineralstoffen. Da packe ich von diesem Herbital Complete 2/3 davon rein und nochmal 1/3 Calcium dazu. Dann ist das eine optimale Mischung und das stelle ich dann einfach gerade noch mit dazu. Trotzdem wird bei mir das Futter auch noch eingestäubt. Also die Heuschrecken und Grillen stäube ich trotzdem ein, aber wenn der Gecko mehr braucht, dann hat er die Möglichkeit, sich das zu holen. Okay. Und wenn du jetzt Mehlwürmer verfütterst, machst du die Mehlwürmer dann direkt in die Calciumschale oder tust du die dann auch separat verfüttern oder gibst du gar keine Mehlwürmer bei den Leos? Doch, ab und zu gibt es auch Mehlwürmer und dann eben kann man auch gerade eine Schale wie die nehmen. Nicht zu viel vom Vitaminpulver rein, weil die dann relativ schnell sterben. Also nicht die Mehlwürmer in diese Schale rein, wo jetzt schon die Vitamine drin sind, sondern du machst eine extra Schale rein für die Mehlwürmer. Genau, und da bestäube ich sie dann nochmal. Okay. Und dann werden die eigentlich auch recht schnell gefressen. Beim Einrichten jetzt noch Stichwort Thermometer. Braucht man ja definitiv auch. Beziehungsweise welche Temperaturen hättest du jetzt gern oder haben wir jetzt hier drin? Was denkst du? Also die Leopardgeckos, die mögen es ganz gern warm. So dass wir in dem Bereich hier bei dem Spotstrahler schon Temperaturen 33, 34 Grad erreichen können. Wir müssen aber auf jeden Fall auch noch ein Gefälle in kühlere Temperaturen haben, sodass wir so von 23, 24 bis 34 Grad ein Spektrum haben und dann die Geckos sich ihren angenehmen Bereich aussuchen können. Und das Ganze können wir ein wenig regeln über die Lampe, wenn wir es jetzt nicht über einen Thermostat oder irgendwas regeln, sondern jetzt hier haben wir eine 50 Watt Lampe verwendet. Wenn wir jetzt eine kühlere Wohnung hätten, würden wir einen 75 Watt nehmen zum Beispiel. Oder genau, einfach ausprobieren. Bei mir reichen die 50 Watt völlig aus, aber wie du schon sagst, wenn es nicht geht, einfach 75. Ich glaube, es gibt sogar noch 100 Watt Strahler. Ja, wird dann fast zu viel. Gell? Und dann einfach durchmessen hier mit dem Thermometer oder die verschiedenen Punkte durchmessen. Ganz genau. Dass wir sehen, hier oben, ja, wie gesagt, hier an der Ablage über 30 vielleicht und unten 24. Und wenn wir alles durchgemessen haben, dann können wir den irgendwo. Genau, wenn es der Reihe dann eingelaufen ist, man weiß, man hat auch die kühleren Rückzugmöglichkeiten, dann einfach festkleben. Dann kleben wir es dahin und dann passt es. Richtig. Top. Gut, dann machen wir jetzt Deckel drauf, Blende rein und dann sind wir durch, oder? Jawohl. Ja, Jörg, waren wir ja gut fleißig. Ich denke, schönes Ergebnis. Ich mache noch ein Schloss mit dran, ne, dass die Tiere nicht rauskommen. Und dann kommt der große Moment, wo wir unser Terrarientier einsetzen. Was hast du denn für ein... Oder was soll denn rein ins Terrarium? Fragen wir mal so rum. Also ich habe eine besonders schöne Mandarin Tangerine mitgebracht. Die ist im Frühjahr 2015 geschlüpft und hat sich super entwickelt. Und ist jetzt auch einfach zu groß fürs Aufzugterrarium. So dass sie jetzt dieses neue Terrarium bewohnen darf. Dann ist die jetzt knapp ein Jahr erst, ja? Ja, ein Dreivierteljahr. So ein Riesentier. Ja, ja, ja. Nicht schlecht. Also wenn die gut Futter und Vitamine alles kriegen, dann entwickeln die sich super. Ja, das ist der Terrarianer-Moment, wenn das Reptil sein Terrarium bezieht. Da geht einem das Herz auf, oder? Super. Danke, Jörg, für deine tolle Hilfe hier in dieser Folge. Sehr gerne. Und für euch viel Leopardgecko Basics hat man ja in Folge 40 schon. Da haben wir schon so die grundlegenden Dinge über Leopardgeckos erklärt.
Jetzt diese Folge, wie gesagt, mehr über Terrarienbau. Wie gesagt, eine Methode, wie man eine schöne Rückwand machen kann. Das Ganze lässt sich auf viele andere Echsen umsetzen, entsprechend vielleicht größeres Terrarium oder gleich wegen andere Beleuchtung. Ne? Wenn man jetzt reine Wüstenbewohner nimmt, so Badergarmen-Richtung geht oder sowas, dann natürlich das Ganze noch heller, noch heißer oder eben so für diverse Krallengeckos umsetzbar. Wie immer am Schluss auch der Hinweis auf gute Literatur. Hier haben wir mal drei gute Bücher für euch ausgewählt, die alle um Terrarienbau gehen oder über Terrarienbau handeln. Können wir euch definitiv warm ans Herz legen. Ja, dann verbleiben wir bis zur nächsten Folge und checkt meine Boards, checkt Jörgs Geckos und checkt sein progiexotics.de. Legen wir los. Legen wir los. Dieses Legen wir los ist immer so ein Verlegenheitsblabla, gell? Ich wollte ja eigentlich die Kommentarfeld zu deiner neuen Frisur. Der Schlangen-Jesus, gell? Ich habe eigentlich versprochen, bei der nächsten Folge laufe ich mal irgendwo übers Wasser oder sowas. Das hatte ich mal geplant, dass wir nachher an den Weiher gehen und ich ein wenig drüber laufe oder so. Den Aufbau von diesen Holzterrarien, den haben wir schon in Folge 40. 40? Ja, war es 40? 40. Also. Klassisches Holzterrarium in Folge 40 haben wir euch das schon ein wenig gezeigt. Das ist die Leopardgecko-Folge, wo du meinst. Ah, ne, die meine ich ja nicht. Ach so. Ja. Okay, bitte schön. Ich muss nur kurz gucken, ob das Lämpchen brennt. Ich gucke ja die Rückwand an, deswegen. Nein, du guckst die Lager. Naja, nicht, dass die plötzlich weg ist hier, die Rückwand. Da müssen wir wegen danach gucken. Nein, da müssen wir nach so, so Rückwände kommen schnell mal weg. Einfach, stell dich mal bewusst. Jörg, was hast denn du für einen heißen Tipp? Was gibt's denn da zu lachen? Kannst du vielleicht noch erwähnen, von wem die Stichsäge ist? Von welcher Welt? Die Dekopiersäge, sehr gerne. Jetzt noch kleines Insiderwissen. Der Jörg hat eine Firma, Firma Hegner, die vertreiben so. Ihr vertreibt solche Dekupiersägen, heißen die, ne, wo man so schöne Reliefe raussägen kann. Ne, da müssen wir gleich ein Product Placement, also eine ganz umsonst hier anbringen. Okay, weiter, Jörg. Das war dein Ernst, oder? Das war mein Ernst, ja. Wieso okay. Nicht? Kann man doch machen, oder? Kann man das hinmachen? Wenn wir jetzt hier ewig basteln und schrauben und sicherlich wegen umstritten brauchen wir es bauen. Oder, ach Scheiße, jetzt habe ich echt, jetzt habe ich die Szene gesprengt. Ne? Es ist umstritten. Gut, zum Stichwort, genau. Zum Schluss, ne, na doch. Ja, ja, gut, genau. Weil für das Outtake sieht es halt einfach gut aus, wenn du das von hinten noch ein bisschen mehr putzen tust. Selbst der wird es zu lang. Ja. Gut, jetzt in Position und loslegen. Los! Haben wir gut gemacht. War ein schöner Dialog, ne? Ja.